willkommen hier in Salzdorf beim Gasthaus Hahn zum Jotto Starkbierfest im Jahr 2017. Freut mich, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ja, verehrte Festgemeinde, liebe zu der Bleckende, werte Medienvertreter. Es ist wieder soweit. Vieles ist gleich und doch ist manches anders. Donald Trump ist im ersten Jahr Präsident. Alexander Putz ist im ersten Jahr Oberbürgermeister. Angela Merkel ist im letzten Jahr Kanzlerin. Und ich darf nun im zweiten Jahr als Bruder Barnabas diese Rede halten. Und daher freue ich mich, dass ihr euch wieder so zahlreich versammelt habt, um meinen Ausführungen zu lauschen. Ich bin gespannt, wer von den anderen Vorgenannten noch ein zweites Amtsjahr erleben darf. Dabei schien das Starkbierfest der JU für dieses Jahr sogar ganz kurz auf der Kippe zu stehen. Es gab Momente im vergangenen OB-Wahlkampf letztes Jahr, wo viele JUler zu mir gesagt haben, Mai, schaut euch doch mal die an. Wir brauchen doch gar kein Starkbierfest mehr. Die nehmen sich doch selber gar nicht mehr ernst. Die machen sich so lächerlich. Was sollen wir noch sagen? Und liebe Festgemeinde, ich muss jetzt da ehrlich sein. Als dann ein Plakat im Herbst letzten Jahres kam, da habe ich mir auch wirklich gedacht, wie will ich das noch toppen? Aber schaut selbst. Auf der einen Seite vertrauenserweckend, sicher, unsere Landshuter Feuerwehr. Auf der anderen Seite Helmut Radlmaier mit Landshut im Herzen. Und die Feuerwehr sagt, wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit. Was willst du da noch draufsetzen? Ganz ehrlich, was sagen wir uns? Ja, ich wusste ja, dass unsere Feuerwehr einsame Spitze ist. Es übertrifft wirklich alles. Aber Helmut, wo bist du denn da? Ja, super. Schön, dass du da bist. Guter Mann. Keine Angst. Nicht nur du bekommst heute dein Fett weg. Und alle anderen kann ich genauso beruhigen. Ich habe gerade Fraktionsvorsitzenden lachen hören. Wir haben über euch alle was gefunden. Ja, alle über alle genug gefunden. Und deswegen gibt es auch dieses Jahr in Salzdorf wieder Starkbierfest der JU. Auch wenn wir ein paar Dinge verändert haben. Meine Rede wird nur etwas kürzer. Und für die Grünen gibt es nichts mehr zum Lachen. Das läuft jetzt also genauso wie im Plenum unter dem neuen OB Alexander Putz. Naja, aber das Schöne am Starkbierfest ist ja für mich, ich kann frei weg von der Leber reden. Ja, einmal im Jahr. Ohne Angst haben zu müssen, am nächsten Tag im CSU-Kreisvorstand, Helmut, die freuen wir morgen schon wahnsinnig, geköpft oder andernorts enterbt zu werden. Aber verletzen will ich nicht. Aber klare Kante, die braucht es halt schon. Nun fangen wir aber an. Ich habe noch viel vor heute. Oder, wie es unser Oberbürgermeister AD, wer Alt-Oberbürgermeister darf man nicht sagen, da kriege ich mit jemand anders Ärger, ausgedrückt hat, wie es du mir gesagt hast, Hans, Leute, ich habe noch eine Riesenlatte vor mir. Und genauso ist es heute. Ja. Ich muss sagen, es ist gut, dass wir bei dieser Mehrdeutigkeit an der Stadtspitze ein Gegengewicht der Frömmigkeit in unserer Stadt haben. Unser Stiftsprofessor, Monsignor Dr. Franz Wolfbauer. Mein Herr Dr. Bauer, ich habe gedacht, jetzt wären Sie schon zum zweiten Ostner, als Sie uns vorher haben warten lassen, aber zum Glück schaffen Sie im Gegensatz zum Flo pünktlich. Und, aber manche glauben, Sie unterstützen ja die Landshut der CSU-Fraktion. Weil die Einigkeit, die plötzlich an den Tag legen, ist nicht von dieser Welt. Da kann nur göttlicher Beistand beigerufen haben. Da kann nur göttlicher Beistand nachgerufen haben. Man merkt, die CSU lacht hier nicht, aber kein Problem, ich kann das so. Naja, aber Herr Stiftsprobst, eine kritische Anmerkung habe ich da allerdings schon. Ich finde nichts über Sie, gar nichts, das ganze Jahr keine Fehler. Ich gehe schon, keine Angst. Aber selbst der Kaplan wird mir nichts sagen, so brav ist der, ja? Ich finde nichts, keine Fehler. Selbst das Gendern haben sie aufgehört, ich war extra im Sebastianiamt. Letztes Jahr haben sie da nur von Studierenden gesprochen, dieses Jahr nichts. Haben wir gedacht, super, stark befest wirkt, machen wir öfter. Und, aber ich denke, jetzt steht Ihnen eine große Karriere bevor. Nachdem wir jetzt auch noch Ihren jungen Gänswein von Landshut an Ihrer Seite haben, ja? Den Kaplan Philipp Werner. Ja, einen jungen und feschen Kaplan haben Sie da gekriegt. Das haben ja schon viele Damen berichtet. Auch Stadträtinnen waren darunter. Mei, Herr Kaplan, Sie lassen die Herzen der alten Damen halt einfach höher schlagen. Aber die Herzen der Grünen gehören dazu sicher nicht. Die Herzen der Grünen schlagen bei Ihnen nicht höher. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass die bei der ein oder anderen Predigt von Ihnen zum Thema Flüchtlingskrise gleich die Martinskirche verlassen haben. Aber Herr Kaplan, machen Sie ja nichts draus. Da haben Sie alles richtig gemacht. Der Alexander Putz wäre froh, wenn der Stefan Gruber und die Sigi Hagelmann nach einer Viertelstunde aus dem Plenum verschwinden dürfen.
Ach ja. Und Herr Kaplan, Sie sind ja nicht der Einzige, der es keinem recht machen kann. Auch der Johannes Doll, unser Baudirektor, der ist ja nicht zu beneiden. Entweder die Grünen beschwören beim Denkmalschutz mal wieder die Apokalypse rauf, wenn man ein Denkmal nur schief anschaut, oder der Schnur zieht wieder mal in irgendeinem Gebäude eine Schimmelprobe. Es ist unglaublich. Und dabei könnten die Stadträte so viel von unserem Baudirektor lernen. Der weiß nämlich, wie man unliebsame Emporkömmlinge einfach eliminiert. Angeblich wollte sogar der Helmut Radlmeier bei unserem Baudirektor noch schnell nachfragen, in eine Beratung einholen in Sachen Hasling und CSU-Nachfolge. Aber dann war es da schon spät. Naja, aber so ist das eben. Manche kommen, manche gehen. Nur bei einem ist alles beim Alten. Beim Thomas Link nämlich. Bei dem weiß immer noch keiner, was er so genau macht oder für was er eigentlich zuständig ist. Aber dafür bekommen wir jetzt gleich ein ganzes Amt. Und so hat von deinem Abschied, Hans, halt jeder noch ein Geschenk bekommen. Der Link ein eigenes Amt und der Reisinger ein Auftragskammerl im Keller. Gnädig warst, gnädig. Aber eins muss man auch sagen, wo ist er denn? Egal ob Doll, Reisinger, Link, Rampf oder Putz, dem Andreas Buhmeier, dem ist es völlig egal, wer unter seiner Führung im Rathaus da rumtanzt. Ja. Und Herr Buhmeier, es freut mich wirklich, dass Sie heute hier sind. Und es freut mich ja, dass es Ihnen wieder gut geht. Viele haben ja schon gesagt, Ihr Beinbruch im letzten Jahr war symbolisch für den späteren Beinbruch der CSU bei der UB-Wahl. Aber ob da wirklich was dran ist, ich glaube es ja nicht. Allerdings muss man sagen, seit der UB-Wahl stellt man bei Ihnen schon gewisse Veränderungen fest, Herr Buhmeier. Plötzlich sind Sie sehr oft im Eishockey. Und jetzt bekommt's Rupert Aigner nämlich mit der Angst zu tun. Wenn Sie sich jetzt auch fürs Eishockey mit derselben Vehemenz einsetzen, wie für die Kultur, dann schnauben die uns die freiwilligen Leistungen bald sämtliche Haushaltsmittel. Da ist es sicher. Und die Stadt hat gar kein Geld mehr. Aber es passt dann wieder zum EVL. Und darauf trinkt man. Zum Wohl. Recht mal, kommen Sie aber wirklich kaum. Viele beschweren sich ja immer, dass der Landshuter Stadtrat so wankelmütig sei. Etwa beim Wolfgang-Schwimmbad. Aber die Kritik kann ich jetzt wirklich gar nicht nachvollziehen. Denn nichts kommt in Landshut so verlässlich wie der alljährliche Fraktionswechsel im Landshuter Stadtrat. Letztes Jahr war es dann der Klaus Pauli. Der sah beim Steinberger Rot und ist zu den Freien Wählern gegangen. Naja, erst hat halt der Klaus Pauli bei der SPD feststellen müssen, dass es da nur die Familie Steinberger gibt. Und jetzt muss er bei den Freien Wählern feststellen, dass es da nur die Familie Wittmann gibt. Vielfalt sieht jetzt anders aus. Aber gut. Ganz entspannt sieht das hingegen mittlerweile der Erwin Schneck. Viele wundern sich, der war doch früher viel energischer, viel brachialer. Ja, der war dahinter mit Feuer und Flamme. Aber die Zeiten der Kraftmeierei sind halt lange vorbei bei ihm. Ja, man sieht's, da ist wirklich viel Zeit ins Land gegangen. Ja, ist es der Erwin Schneck, Helmut? Ja, wie er früher mal lebte und lebte. Und ja, aber es ist halt lang vorbei, seitdem er jetzt dritter Bürgermeister ist. Ja, manche können es gar nicht glauben, gell? Mhm. Aber der Erwin Schneck hat mir gesagt, er freut sich mittlerweile auf jedes Plenum, seitdem du, lieber Alex, OB bist und seit der Hans weg ist. Weil schließlich sitzt er seitdem nicht mehr mit zwei Grünen auf der Bürgermeisterbank. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber meine Güte, wenn wir schon bei dem Freien jetzt sind. Jutta, war das ein Hin und Her mit dir? Ob du auch mal auf der Bürgermeisterbank sitzen möchtest, ganz vorne. Wahnsinn. Sogar der Helmut konnte sich mal schneller entscheiden als du, ja? Und ich verstehe nicht, warum du so lange gezögert hast bei der OB-Kandidatur. Sogar das Radio hat dich schon ausgerufen gehabt. Du warst die aussichtsreichste Kandidatin bei den Freien Wählern gewesen. Wobei man jetzt da fairerweise sagen muss, du warst die einzige Kandidatin der Fraktion, die überhaupt noch im wählbaren Alter war. Aber, na gut, na gut. Naja. Ja, Jutta, aber über dich hört man auch schlimme Sachen in der Stadt. Das sage ich dir. Die hört man schlimme Sachen. Mich haben da nämlich Gerüchte erreicht, du wärst aus Langeweile früher aus der Mammutdebatte ums Integrationsgesetz verschwunden. Aber ich habe gleich gedacht, das kann doch gar nicht stimmen. Ach, geht die Jutta doch nicht. Du hast dir nur sicher gesagt, wenn mich die Grünen jetzt so nerven und den ganzen Abend kosten, dann nerve ich die Grünen jetzt mal richtig. Und hast dann deine Jutta Wittmann-Westtangente auf den Weg gebracht, oder? So war es doch im selben Abend. Und die Wittmann-Westtangente, die unterstützen ja viele Gruppierungen im Landshuter Stadtrat. Auch die Landshuter Mitte gehört dazu. Die machen die Tagen jetzt noch, was sie die nächsten Wochen so für Treffen im Landrat veranstalten sollen, damit sie auch mal wieder in der Presse sind. Deswegen ist heute von denen leider keiner da. Aber mein Gut, auch die Landshuter Mitte
haben jetzt ein Stadtratspärchen mit der Claudia Zehntbauer und dem Tillmann von Küppach. Der Thomas Haslinger und die Karina Habereder, die sind ganz froh drum, dass sie dann immer die Einzigen sind. Und wer weiß, vielleicht sieht man das bei Küppach Zehntbauer auch bald. Ist nicht so, wie ihr vielleicht denkt, nein, nein. Aber mit Thomas Haslinger hat das Beziehungsbäuchlein auch schon seit längerem gesiegt. Und der Tillmann von Küppach arbeitet ja mit den kostenlosen Rathausbrezen auch sehr, sehr schwer daran. Das muss man schon sagen. Drahtig kommt dagegen meistens der Vorsitzende Lanz oder Mitte daher. Er erscheint uns, also wenn er erscheint, ja. Meistens ist er in München, Düsseldorf, sonst wo, weiß er, mein Gott. Aber sollte der Herr Professor dann doch mal uns die Erde geben? Das hat er immer Großes vor. Interfraktionelle Treffen, Regionalparlament. Ja, ja, aber das mit dem Regionalparlament, das ist so eine Sache. Ganz getreu dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Und dafür, aber dafür, das sage ich euch schon. Und Jutta, schön, dass du da bist, du hast das super Connections zum Peter Dreier. Dafür müsst ihr dann auch mal ein Landrat mitspielen und nicht immer nur auf ein paar Fotos in der Stadt rumhopsen. Das muss man schon mal sagen. Weil wenn es dann mal konkret wird, dann heißt es beim Peter Dreier halt leider nur wieder Landkreis First. Ist nicht gut, ist nicht gut. Ganz anders ist ja der Hans-Peter Sommer drauf. Der ist ein ruhiger Arbeiter, der gerne mit allen zusammenarbeiten würde und ja, kein wehtun will. Ist quasi das Pendant der Lanz in der Mitte zum Helmut Radlmeier. Nur das Rechnen, das sollte der Hans-Peter Sommer besser dem Thomas Küffner überlassen. Schon entdeckt der Hans-Peter plötzlich wieder Millionen im Haushalt, die außer ihm keiner gesehen hat. Ja, 20 Millionen, ja, Wahnsinn. Und soll ich was sagen? Da bin ich euch froh, dass die Sparkasse Landshut keine Gewinnausschüttung macht. Weil stellt euch mal vor, der Hans-Peter Sommer berechnet die Gewinnausschüttung der Sparkasse. Dann ist das Ding eine Bad Bank. Dann haben wir eine zweite Lehman Brothers am Bischofsheilerplatz stehen, wenn der Hans-Peter das berechnet. Naja, aber jetzt kommen wir mal zum neuen Lager der Hoffnungslosigkeit im Landshuter Stadtrat. Nein, jetzt meine ich nicht die CSU, sondern den linken Flügel ausnahmsweise. Da ist das Gejammer ja jetzt groß. Ja, ja, jetzt heißt es bei Grünen und SPD, seit der Alexander Putz Oberbürgermeister ist, gibt es mehr konservativ-bürgerliche Politik als in den 12 Jahren zuvor. Ist auch hart. Aber mit der Landshuter SPD ist es ja ohnehin nicht so leicht. Die Vernunft hatte schwer bei den Landshuter Sozis. Und keiner weiß das so gut wie Robert Gewiss. Robert, schön, dass du da bist. Ja, keiner kann sagen, wie deine Fraktion immer so abstimmt. Auch du nicht. Außer es geht um den Wohnungsbau und das Stadttheater. Aber so eine einseitige Politik kenne ich sonst nur von der FDP vor der Bundestagswahl. Und Robert, weißt du, da bist, richt doch mal deine Kampfgenossen aus. Ihr habt euch genau das falsche Beispiel für erfolgreiche FDP-Politik damit ausgesucht, gell? Naja, und seit Sarah Wagenknecht und Sigi Hagel wissen wir ja, keiner ist so ideologisch verbohrt wie linke Frauen. Den Spruch habe ich schon vom Dr. Wolfgang Götzer. Ist er schon sehr alt, ja. 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 Und das bestätigt nun auch hin und wieder die Anja König, muss man leider sagen. Anja, ich freue mich auch wirklich, dass du heute zu uns gekommen bist. Ja, und im Gegensatz zu unserem Bundestagsabgeordneten pünktlich. Und ja, stimmt, du kandidierst auch. Ja, du hast noch mehr freie Zeit, ja. bei der SPD, auch der Martin Schulz. Hält nicht ewig, aber gut. Eins muss man dir ja lassen, Anja. Du stellst sehr engagiert Anträge. Aber du bist dann immer gleich so beleidigt und so verärgert, wenn die mal abgelehnt werden. Aber lass dir eines gesagt sein, in Bayern stimmt halt immer noch ein unabhängiger Stadtrat ab. Und halt nicht das Zentralkomitee der Partei. Da kann halt sowas passieren. Ja. Und wenn wir jetzt schon zum linken Frauenblock sind, sie traut sich ja seit Jahren nicht zu uns, dann kommen wir doch gleich zu Sigi Hagel. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Die Sigi Hagel ist doch Landshuts Claudia Roth für Arme. Nicht so blond, aber genauso schrill und nervig. Und es hat die Sigi Hagel wirklich hart getroffen. Seien wir uns doch mal ehrlich. Für die Sigi Hagel ist Alexander Putz doch das, was für uns Konservative die Angela Merkel ist. Einfach untragbar. Einfach untragbar. Ja. Wissen Sie, wer dafür, wenn es dafür sehr still geworden ist in letzter Zeit? Den Dr. Thomas Keissner. Ich glaube einfach, der steht unter Schock. Zum 1. Januar wurde für den alles anders. Denn das Ohr vom Hans ist jetzt einfach weg. Auf der anderen Seite, ja? Plötzlich sitzt der Alexander Putz und er hört halt so gar nicht auf seine Einflüsterungen. 12 Jahre konnte der Keißner heimlich führen. Und jetzt ist Schluss damit. Jetzt ist Schluss, ja?
jetzt sitzt der Thomas Keisner eingekesselt zwischen Alexander Putz und Erwin Schneck. So deplatziert fühlt sich sonst nur eine Feministin am Kabinettstisch von Donald Trump. Da müssen wir ganz klar sagen. Ach ja, apropos deplatziert. So kam sich ja auch der Rupert Aigner vor im letzten Jahr. Robert, wolltest du den doch tatsächlich auf dein OB-Kandidatenschild zehren? Obwohl er gar nicht wollte. Ja, aber Moment, da gab es noch einen, der wollte in OB werden. Nein, wer war denn das? Helmut, kannst du mir schon weiterhelfen? Wer war denn das? Wer wollte in OB werden? Jetzt, oh. Nee, ist ja eigentlich egal. Aber, mein Robert, du hast das nicht leicht im Stadtrat, so ganz alleine. Na, danke. Aber, naja, Robert, mach dir nichts draus, auch wenn du alleine bist. Auch der Norbert Hoffmann stand sehr, sehr lange auf verlorenen Posten. Norbert Hoffmann, ja. Aber Norbert, auch in diesem Jahr habe ich leider keine gute Nachricht für dich. Du bist jetzt nicht mehr Landshuts bekannteste FDPler. Du bist jetzt Landshuts zweitbekannteste FDPler von zweien. Gratuliere. Perfekt. Ja. Aber Norbert, was so eine gewonnene OB-Wahl alles ändern kann, das weißt du am besten. Erst stimmst du jahrelang gegen den Haushalt vom Hans, weil da zu wenig gespart wird, zu viel Minus. Und plötzlich verkündet dem Alex Putz ein gelberes Minus und alles ist prima. Schon stimmst du für den Haushalt, sogar für das Stadttheater hast du mitgestimmt. Ja, Wahnsinn! Lieber Alex, das ist schon schwierig, wenn man so unerwartet Regierungspartei wird, ne? Das kann nicht jeder. Aber in diesem Sinne, Prost Gemeinde. Aber Regierungspartei, das kennt einer gar nicht. Regierungspartei, das war der Bernd Friedrich nie. Bernd, schön, dass du da bist. Aber wie gesagt, Regierungspartei, da hast du nichts am Hut. Ganz im Gegenteil. Und deswegen hat der alte Tiefflieger Bernd jetzt ein Riesenproblem. Seit dem Abgang vom Hans fehlt ihm jeden Tag das Feindbild. Was macht man jetzt da? Ja? Und Bernd, ich habe gehört, du überlegst jetzt deswegen ja auch, ob du nicht einfach mal den Abbau des Naftbrunnens beantragen solltest oder die Erweiterung der Ellermühle um 4 Startbahnen, einfach damit du mal wieder alte Kampfgegner hast, mit denen du dich messen kannst. Aber es ist halt so, es ist nicht so schön, wie einmal von früh bis spät den Hans Rampf zu ärgern, gell? Das bringt ja so schnell keiner mehr zurück, das tut mir leid, auch ich nicht. Aber wenn wir schon in dieser Fraktion sind, dann machen wir doch gleich mit dem Ehepaar Haber-Eder Haslinger weiter. Thomas, schön, dass du es aus der Shisha-Bar hergeschafft hast, pünktlich wie ich sehe. Ja. Für den Stadtrat, ich weiß, ihr seid vom Altersdurchschnitt ein bisschen anders als die JU. Shisha-Bar ist eine Bar für Wasserpfeifen. Ja. Der Haslinger produziert gern heiße Luft beim Ausatmen. Und ja, aber eigentlich wollte man erst bei deiner Fraktion stehen bleiben, Thomas. Oder ist es überhaupt noch eine eigene Fraktion? Das weiß doch schon gar keiner mehr so richtig. Seid ihr noch eine eigene Fraktion? Oder seid ihr schon die CSU? Oder seid ihr nur die CSU-Fraktion Plus? Also quasi so eine Freundschaft mit Vorteil, so nach dem Motto. Ja, man kommt mal, wenn es schön ist, man besucht sich, ja, man geht dann auch wieder. Das ist schön, ja? Das weiß man noch nicht so ganz bei euch. Naja, leichte Verwirrung herrschte ja schon letztes Jahr. Auf der Landshuter Hochzeit 2016. Ich meine natürlich damit die Vermählung des Jahres, das Fest der Feste, die Verheiratung von Carina Haber-Eder und Dr. Thomas Haslinger. Ja, was war das für ein rauschendes Fest. Die letzte Flasche Wein haben wir auch noch geschafft. Ich war dabei, war gut. Aber viele Gäste waren ja zu Anfang etwas verwirrt, als wir da oben auf der Burg machen. Wir wussten gar nicht, was machen wir jetzt im Weißen Saal? Als Event-Location kommt vom Haslinger sonst immer nur die Shisha Bar Rivers am Bismarckplatz. Wir waren da alle etwas deplatziert. Aber wir haben es hinbekommen. Der Thomas hatte aber absolut recht, dass er den Carina den Ring angesteckt hat. Denn im Nationalen Stadtrat gehen ja Beziehungen schnell zu Bruch und Fraktionswechsel gibt es bis 2020 sicher noch ein paar. Und da hat der Thomas die Carina jetzt wenigstens privat auf die sichere Bank geholt. Immerhin sehr gut. Apropos Bank. Die Carina, ja, die ist noch da. Die arbeitet jetzt ja bei der Sparkasse. Und wahrscheinlich hängt sie jetzt gerade selber ihre Plakate auf. Weil die Sparkasse plakatiert die Carina überall, in der ganzen Stadt. Wirklich, überall, wo sie kommst. Ich glaube, das Ganze ist Teil eines größeren Plans. Ich nenne es Operation Sophie Sauermann. Ja. denn so oft wie die Carina, wie die Sparkasse gerade die Carina plakatiert, ist die Wiederwahl in den Stadtrat für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Naja.
Dann schauen wir mal, ob der Florian Ostner aus dem Auto, eigentlich schon aus dem Auto geschafft hat, aber ich glaube, da hat ihn auch plötzlich mal jemand angerufen, so zwischendrin. Aber mei, da müssen wir ihn halt verschirmen, dann sagen wir ihn immer anders vor. Wir haben noch einen Flo da, den Flo Hölzel. Flo, schön, dass du da bist. Aber Flo, mal ganz ehrlich, als junger Landtagsabgeordneter finde ich gut als Jodula, aber ich muss sagen, es scheint so, du bist vor allem immer da, wo der Helmut Radlmeier schon ist oder war. Muss man ganz klar sagen, ja. Und große Pläne hättest du ja, Flo. Aber weißt du, wo du uns abgegangen bist? Am Aschermittwoch. Weder in Passau noch sonst wo haben wir dich gesehen. Hast den fetten Hasen ein bisschen zu sehr Gas gegeben, ja, am Tag davor. Ja? Hast du richtig klar lassen, denke ich mal schon. Ja, ja. So kennen wir dich. Flo, aber jetzt mal. Flo, mal ganz ehrlich, weil wir gerade so schön unter uns sind. Auf deiner Facebook-Seite befinden sich aber mittlerweile doch schon mehr Bürgermeister, als tatsächlich gewählt worden sind im Landkreis Landshut, oder? Weil so viel wie du da postest, naja. Aber jetzt kommen wir zu einer, die gern Bürgermeisterin werden würde. Ich habe gehört, die ist im fliegenden Wechsel mit Florian Ostner da, hat es mir vorher gerade erzählt. Ja, nehme ich die Martina Hammerl. Martina, super, da bist. Schön, dass du da bist. Guter Mann. Guter Mann. Naja. Martina, du bist ja die letzte Hoffnung auf dem sinkenden Schiff der Egerdinger CSU. Aber du machst das gut. Umso mehr freut es mich ja, dass du heute hier bei uns in Salzdorf bist, bei der JU, und nicht irgendwie da am Egerdinger Hockerberg oder irgendwie sowas. Ja. Soll es ja auch geben. Naja. Aber ich würde dir die Bürgermeisterin wirklich vergönnen. Wirklich. Ich glaube, es gibt ohnehin wenig, was du dir nicht selber zutrauen würdest als Amt. Und die Bürgermeisterin gehört definitiv dazu. Und nachdem deine Zunge ja genauso scharfsinnig ist wie dein politischer Verstand, könntest du nächstes Jahr vielleicht sogar schon die Fastenpredigt übernehmen. Aber ich bringe dich da jetzt mal lieber nicht auf dumme Gedanken. Das lasse ich jetzt lieber. Also Prost. Ja, es ist wie im Landshuter Stadtrat. Der CSU-Fraktionsvorsitzende bringt nur Unruhe rein. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja. Oh mein. Oh mein. Naja. Ich weiß nicht, ich glaube, den Flo können wir gar nicht mehr erwarten. Oder lass mal sagen, machen wir es anders. Flo, auf den warten wir. Der soll schon mal richtig abkriegen. Der kommt um 9 Uhr erst. Ja, so lange warten wir nicht. Aber also irgendwann ist der Kind morgen eh wieder in den CSU-Verstand, so lange warten wir nicht. Na, aber jetzt, ich sage jetzt ganz einfach, machen wir ganz einfach. Wir kommen jetzt eh dann nochmal zu unserer geliebten Partei, die in Landshut heute jetzt gerade nicht mehr so erfolgreich ist, ja. Nicht mehr ganz so prachtvolle CSU in Landshut. Aber bevor wir jetzt dann dazu kommen, möchte ich jetzt noch ein paar Fürbitten für unsere Großkopfer sprechen. Ja. Wir bitten für den Stefan und den Gruber, dass sie seine Persönlichkeit wieder vereinen mögen. Wir bitten für den Rudi Schnur, dass der Richard Geiger und der Max Karl seinen Blutdruck nicht immer bei 180 halten. Wir bitten für den Thomas Haslinger, dass er den Weg aus der Shisha-Bar auch mal wieder rausfindet. Wir bitten auch für den Florian Hölzel, dass er im Landkreis doch noch ein paar Bürgermeister für Fotos finden möge. Ja, wir bitten für Florian Ostner, dass der auch mal pünktlich kommt, ja. Aber ich kann jetzt auch schon sparen, ja. Zwei habe ich noch. Wir bitten für Helmut Radlmeier, dass der Horst Seehofer noch vor 2018 deinen Namen richtig aussprechen möge. Und wir bitten für Alexander Putz, dass ihm seine Schüttelreime auf Facebook nie ausgehen mögen. Ja, vielen Dank. Zum Wohl. Aber vielleicht habt ihr es schon gemerkt. In diesem Jahr haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben bisher nur die Stadträte angenommen, die wirklich was geleistet haben. Aber, liebe CSU-Stadträte, bevor ihr jetzt enttäuscht nach Hause geht, keine Angst, ihr kommt alle dran. Denn ihr seid ja schließlich alle irgendwo Gags. Ich habe gleich zu Beginn auch einen Tipp für euch, ganz im Stile eines Facebook-Posts unseres neuen Oberbürgermeisters. Wer immer über andere spricht, hält selten ein Geheimnis dicht. Nehmt euch das mal zu Herzen, liebe CSU-Fraktion. Weil wenn ihr das mal beherzigt, dann müsst ihr am Mittwoch im Ratsherr Röckel nicht immer nachlesen, was ihr am Montag in der CSU-Fraktion so besprochen habt. Das wäre schon mal ein Anfang. Allerdings, eins muss man am Herbert Zeltzer lassen.
In seinem Rat Herr Röckel schreibt er das Protokoll zur CSU-Fraktion schneller als die Dagmar Keindl, die wirklich niederschrift. Ja? Das müssen wir lassen. Aber ich will ja mal gar nicht so sein. Ihr versucht es ja. Ich will gar nicht so sein. Ich versuche es ja wenigstens mit der Geschlossenheit mittlerweile. Das Haushaltsbildung war ein guter Anfang. Da habt ihr ja sogar den Max Fentl extra aus dem Urlaub auf Mallorca einfliegen lassen. Nur, dass er da ist. Ab mittags zumindest. Zum Mittagessen pünktlich, ne? Ja, das ist mein Einsatz für die Stadt. Feuer und Flamme, der Max. Kennt man nicht immer von ihm im Plenum. Ja, ja. Nur die von der CSU gewünschten Sangria-Eimer konnte er vom Ballermann leider nicht mitnehmen. Aber die hätten wenigstens mal die Plenarbeiträge der Grünen erträglich gemacht an diesem Tag. Naja. Apropos Redebeiträge. Kennt ihr die Dauerreden, die so oft im amerikanischen Kongress gehalten werden und die meistens sogar 24 Stunden oder mehr dauern? Die nennt man Filibuster. Tja, und da gibt's einen. Der Ludwig Zellner. Der Filibuster zur Not jede CSU-Fraktionssitzung. Aber länger als 24 Stunden. Tja. Aber Ludwig, wo bist denn? Vorher habe ich noch irgendwo gesehen, ja, schön, dass du da bist. Freut mich. Jetzt hast du es geschafft. Du bist ein alter Kämpfer, Ludwig, wirklich ein alter Kämpfer. Mit dem Bernhard O'Connor hast du jetzt das nächste linke Element vom Hans-Krause-Gymnasium getilgt. Jetzt gibt es für einen Fluss und dir dich. Sehr schön. Und auch sonst läuft es politisch hervorragend für dich, Ludwig. Mit sagenhaften 5 Stimmen bist du zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbands Achdorf wiedergewählt worden. 5 Stimmen. Wahnsinn. Ein Rückhalt. Naja. Aber jetzt kommen wir einfach mal zu Landshuts schwarzer Stimme der Senioren. Zu unserem Willi Hess. Manchmal könnte man ja meinen, der Willi Hess bildet mit dem Bernd Friedrich ein unheimliches Duo. So im Stile, ja, so im Stil der beiden alten Grantler aus der Muppet Show. Ja. Aber eigentlich ist er ganz nett, der Willi. Aber wehe, wenn er losgelassen. Wenn der Willi nach 2 angewärmten Weißbier, ja genau, das meine ich, richtig. Wenn er nach 2 angewärmten Weißbier mal wieder richtig loslegt, dann sollte sich dem Willi besser keiner in den Weg stellen. Naja. Aber dafür muss sich der Gabi Sultanov sowieso keiner in den Weg stellen, weil die ist gar nicht da. Die ist gar nicht da. Ja genau, die sind voll da, die sagt schon richtig, mittlerweile ist bekannt. Ja, viele rätseln ja, was es seltener gibt. Die Gabi ist Gabi im Plenarsaal und den Max Fentl wach in einer Sitzung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dabei hätte die Gabi im Landshuter Stadtrat so eine wichtige Funktion als Zierelement. Als Zierelement. Aber vom Zierelement kann beim Lothar Reichwein keine Rede sein. Gell, Lothar, wo bist du? Ja, servus, grüß dich. Lothar, du warst richtig tagkräftig im letzten Jahr. Der beste Mann von Helmut Radlmaier. Du hast beim Helmut im Wahlkampf so stark angepackt, das ist unglaublich. Und wisst ihr, was der Lothar Reichwein und der Peter Tauber gemeinsam haben? Sie führen beide aussichtslose Kampagnen an. Das ist sicher. Das ist sicher. Ja, ja. Der Lothar Reichwein. Lothar, du warst ja, ich habe gehört, du warst wegen des Wahlkampfs so gestresst, dass dir ein kleines Malheur passiert ist. Zum Glück habe ich dazu einen Polizeibericht ergattet. Von der Polizeiinspektion Landshut über einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Wo? In der Tiefgarage des Rathauses der Stadt Landshut. Weil es nicht alles gibt. Ja, ja. Beschuldigter Lothar R. setzte mit seinem Tatfahrzeug Landshut R888. Lothar, was möchtest du mit dem Kennzeichen eigentlich sagen? Das frage ich mich schon seit Jahren. Ja. Also Lothar R. setzte in der Tiefgarage des Landshut Rathauses zum Ausparken zurück. Dabei touchierte der Beschuldigte den weißen Audi der geschädigten Jutta W. ausgerechnet und schwärzte deren weiße die Stoßstange, die weiße Stoßstange, ja genau. Ohne weitere Unvermeldung entfernte sich dann das verdächtige Subjekt Lothar R. vom Unfallort. Naja. Die geschädigte Jutta W. wurde dann von Zeugen des Unfalls auf den Vorfall aufmerksam gemacht, äußerte sich jedoch im unmittelbaren Nachgang zur Tat nicht wirklich zitierfähig. Ja. Eine gütliche Einigung konnte dann immerhin durch unseren Oberbürgermeister AD hergestellt werden. Allerdings muss man sagen, sein Hinweis, das hätte er früher mit einer Rauferei geklärt, war jetzt auch nicht so wirklich hilfreich. Naja. Naja.
Ja, ihr kennt ja sicher das Sprichwort. Ihr kennt ja sicher das Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Und das nimmt sich aktuell in der CSU-Fraktion nicht nur der Rudi Schnur so zu Herzen, sondern auch seit kurzem der Philipp Wettstein. Allerdings schreibt er leider keine Anträge, sondern Nachrichten in Feuerwehrchats. Ja, aufdringliche SMS in Feuerwehrchats. Ja, mei. Muss ja aufpassen als Feuerwehrler, man darf jetzt ruhig sagen. Aber gegen den Wortlaut von Philipp Wettstein war da Rainer Brüderle ja wohl ein Waisenknabe. Das ist sicher. Naja, allerdings haben wir mit der Dagmar Keindl dafür eine sehr elegante Dame bei uns im Rathaus sitzen. Dagmar, du meldest dich auch wirklich gerne zu Wort. Vor allem, wenn es um Tiere geht. Und, ihr ratet es, um Immobilien. Ja, genau. Allerdings muss man sagen, der Überraschungseffekt ist dabei eher gering, Dagmar, wenn du zu Immobilien sprichst. Ja. Manchmal fragt man sich ja schon, wer im Hause Keindl eigentlich der Herr im Haus ist. Also nicht, wie ihr wieder denkt, mit Ella Hans, nein, Schmarrn. Nein, neulich hat nämlich die Dagmar ein Hundevideo an alle Stadtratskollegen, oder an einige zumindest, verschickt, in dem ihr Hund sie zum Gasse gehen nötigt. Und Dagmar, ganz ehrlich, was du uns damit sagen möchtest, ich weiß bisher nicht, aber mei, der Hund sah schon richtig scharf aus, muss ich sagen. Ich habe ja den Verdacht, den richten du und der Ella Hans, richtest den Scher auf Wiesmüller und seine Konsorten ab. Aber recht habt's. Aber recht habt's. Naja. Dagegen kann uns eine wirklich leid tun, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst. Nämlich die Traudl-Rössl. Liebe Traudl, schön, dass du wirklich da bist heute. Ich meine, das ist nicht so einfach, du bist von einer Seite eingekesselt. So fühlt sich sonst nur der Fraktionsvorsitzende in der CSU-Fraktion. Aber, hey Traudl, du bist das ganze Jahr so brav und unauffällig. Über die wissen wir auch nichts zu sagen eigentlich. Du passt eigentlich gar nicht in diese CSU-Fraktion. Schau dich mal um, ja? Alle Conny Wunderknaben. Ja, aber trotzdem wurdest du jetzt mit einer gesperrten 09 durch Unterführung so hart gestraft. Viel sagen ja schon. Das Einzige, was dein Geschäft noch wirklich am Leben erhalten kann, ist eine enge geschäftliche Kooperation mit dem Lothar Reichwein. Allerdings, das ist allerdings auch keine langfristige Kundenbindung mehr, das muss man auch dazu sagen. In guter Tradition, ja Maxi, noch lachst. In guter Tradition, jetzt komme ich zu dir. Genau, in guter Tradition der Familie Götzer kämpfst jetzt du gegen das Haus International im Nationalen Stadtrat. Du führst da die Bewegung an. Anders hast du ja eine spitze Bewegung gesetzt, finde ich aber gut. Ja, naja, wenn man den Gerüchten so glauben soll, Maxi, dann hast du ja in diesem Jahr schon einen Gang nach Canossa hingelegt. Der ist zwar nur zwei Zimmer weiter in das Fraktionsbüro vom Haslinger gegangen, aber immerhin. Schöner Gang nach Canossa. Naja, aber eins muss ich da sagen, letztes Jahr hast du mir wirklich leid, du. Das meine ich ganz ernst. Du hattest einen der undankbarsten Jobs im letzten Jahr. Du durftest am Wahlabend im ISA TV für die CSU den großartigen Erfolg für Helmut Radlmayr im ersten Wahlgang verteidigen und deuten. Das war schon schwierig. Nein, das war schon schwierig. Derartige Durchhalteparolen und so eine Hoffnungslosigkeit kenne ich sonst eigentlich nur aus dem Film Der Untergang. Aber der Titel passt ja auch. Von dem her, Wahnsinn, ein guter Mann bist, Max. Wissen's, mit wem es dafür immer ein Graus ist, jedes Jahr, mit der Frau Pongratz. Jedes Jahr frage ich mich wieder aufs Neue, was man zu ihr sagen könnte. Und ich war dieses Jahr echt am Verzweifeln. Aber zum Glück kam dann vor ein paar Tagen das Frauenplenum. Sie kämpft da ja sehr vehement für Frauenrechte. Das finde ich jetzt, ja, es ist okay. Aber das kann sie ja von mir aus machen. Ich wäre aber schon froh, wenn sie den Equal Pay Day auch mal wirklich ernst nehmen würde und auch selber einhalten würde und endlich den Beitrag für den CSU-Sparkassenaufsichtsrat überweisen würde. Das würde uns wirklich sehr helfen in der Partei. Ja? Und darauf drücke ich auch ein mit dir, Helmut. Ja? Herr Stiftsprobst, wir haben ein großes Problem. Also ich zumindest, ja. Da brauche ich jetzt, ich glaube, wir brauchen für nächstes Jahr ein neues. Weil das hat sich jetzt vorher aufgelöst. Aber das kriegen wir auch hin. Ja. Die Landshut der CSU. Vielen Dank. Ja. Die Landshut der CSU ist es gewohnt zu improvisieren. Helmut, deine ganze Stichwahlkampagne war eine einzige Improvisation. Aber. Und den beiden entgeht wirklich gar nichts. Gar nichts. Ja. Eines Abends, einige JUler waren am Parteitag der CSU unterwegs, gab es da eine ungewöhnliche Anzahl unbekannter Fahrzeuge am Kirchenparkplatz.
Zack, den beiden sofort aufgefallen, da Rudi hin, ist ja klar. Ja, und ich glaube, der CSU-Fraktionsvorsitzende in Landshut ist der Einzige, der Fahrzeuge des Kommando Spezialkräfte schon am Abgasgeruch erschnüffeln kann. Das hat er zumindest so den Medien mitgeteilt. Ja. Er hat gleich gerochen, das ist das SEK. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, mit seinen Feierlichkeiten erkennt der Rudi irgendwann noch den Keißner schon in Ölflecken seiner Fahrradkette. Naja. Naja, politisch sind ja der Rudi Schnur und der Donald Trump in einigen Fragen gar nicht so weit auseinander. Der eine sagt, ich meine die Flüchtlingspolitik, na, wie immer drauf kommt's. Aber der eine sagt halt America first, der andere Hallo first. Und auch optisch musste ich allerdings wirklich verstörende Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Wutbürgern feststellen. Schaut euch das mal an. Es ist unglaublich. Es ist frappierend. Ja, also. Ach ja. Oh mein. Oh mein. Ach ja. Wisst ihr, was? Es ist wirklich ein Glück, dass der Rudi Schnur nicht twittert. Ich meine, beherrscht der Facebook schon kaum, er hat ja 4 Accounts oder sowas. Aber es ist wirklich ein Glück, dass er nicht twittert. Denn mit Klartext hat er es bisher nur in die FAZ geschafft. Mit Twitter würde er auch noch ins Heute-Journal kommen. Ja, das glaube ich schon. In diesem Sinne, Prost Gemeinde. Es ist wie immer. Wir haben einfach als JU haben wir im Moment nicht so das Glück, das sage ich ganz ehrlich. Freunde, wir haben als JU nicht so das Glück. Letzte Woche hätten wir hier eine Riesenveranstaltung geplant gehabt mit Wolfgang Bosbach und einem Platz in der Reifen. Aber was soll man machen? Und die Flugbegleiter streiken auch noch. Aber ich kenne das ja von unseren MDBs. Wir hatten ja den Florian Osten heute schon ein paar Mal. Aber jetzt kommen wir doch noch da zu ihm, weil wir den können wir nicht mehr erwarten. Ja, ja. Mei. Ich wollte ihn fragen, den Flo heute, wenn er kommt, was er eigentlich zur Hochzeit von der Carina und von Thomas sagt. Weil immerhin haben es die geschafft, die Mehrwertsteuer pünktlich auch noch zu überweisen. Das schafft nicht jeder aus der CSU, schafft nicht jeder. Ja, ja. Aber der Ossi ist halt wirklich auch ein Phänomen. Und deswegen ist er heute wahrscheinlich nicht da. Denn bei einem Blick in den Terminkalender vom Ossi, da wird's der ja fast schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Der Ossi bräuchte dafür ja Superkräfte. Er wäre ja quasi der fliegende Flo. Ja? Und ein ganz einfaches Beispiel. Am Samstag hat der Flo zeitgleich für 3 Veranstaltungen Zugsack gehabt. Wahrscheinlich so wie heute Abend. Gehen wir ziemlich fest davon aus, heute Abend auch 3 Veranstaltungen. Ja, am Samstag wollte der Flo zeitgleich in Reichelkofen, in Riedenburg und in Hoher Tarn sein. In Riedenburg war er tatsächlich. In Reichelkofen kam er gar nicht. Da hat er sein Berliner Büro absagen lassen. Schön, wenn man sowas hat in der Bundeshauptstadt. Und in Hohen Tarn kam er, als alles zu spät war. Ja, mei, da war schon alles vorbei. Da sieht man halt einfach, der Ossi kann halt einfach auch nicht zaubern. Der lässt sich halt nur von seinem Berliner Büro entschuldigen. Ich verstehe ja gar nicht, was er sich da immer für einen Stress macht. 3 Termine auf Arme annehmen und dann bei keinem auftauchen. Meine Güte. Von seinem Vorgänger ist es ja auch keiner gewohnt. Wir wissen doch von Wolfgang, nur die Weinfeste musst du besuchen. Nur die Weinfeste sind wichtig. Ach ja. Ein Großereignis aus dem vergangenen Jahr. Das müssen wir jetzt auch noch aufarbeiten. Ja, ja. Ich meine die Oberbürgermeisterwahl, ihr habt es euch gedacht. Aber so spektakulär war eigentlich der Wahlkampf gar nicht, fand ich. Gut, die CSU hat wie immer Politprominenz angekarrt, noch und nöcher. Bei der SPD kam dann stattdessen Florian Bronholz. Ja, aber es gab keine großen Konflikte, keine großen Konfrontationen in diesem Wahlkampf. Selbst die Podiumsdiskussionen waren relativ unspektakulär und ziemlich eindeutig. Einzig der Toni Schöllengar sah bei den Diskussionen dann nachher immer den Helmut als Sieger auf Facebook. Komplett im Gegensatz zu allen anderen Gästen. Muss man schon sagen. Aber einen, den gab es gleich doppelt. Den Stefan Gruber nämlich. Mein Stefan, was hast du denn nur bei dem Plakat gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich. Der Stefan Ganz, der Gruber auch ein Stichwort. Ich verstehe bis heute nicht. Schizophrenie oder was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, echt? Also, oder wolltest du den zweiten Bürgermeister auch gleich mitbesetzen? Kann ja auch sein, ich weiß nicht. Und Stefan, ehrlich gesagt, verwirrt mich das.
Mich verwirrt das Plakat wirklich abgrundtief. Weil hatte der jetzt letztens so eine Urwahl. So heißt es, wenn bei euch der unfähigste Bundestagskandidat ausgesucht wird. Und da stand dann drauf, dass man zwingend die Katrin Göring-Eckardt wählen muss. Weil sie die einzige Frau ist in der Runde. Und ihr habt oft mal so eine komische Regelung in der Satzung, dass bei euch eine Doppelspitze immer aus einer Frau bestehen muss. Ich frage mich schon, wo ist denn da die Frau bei der Doppelspitze? Oder ist der Stefan jetzt der feminine Part von dir? Das war jetzt schon mal interessant. Naja. Aber Stefan, es freut mich wirklich, dass du hier bist. Obwohl es dir, glaube ich, die Sigi Hagel mal wieder verboten hätte. Ja. Aber eins muss man euch grün lassen. Auch als CSU, glaube ich, könnten es ein paar hier zugeben. Ihr seid wesentlich verschwiegener als die CSU. Respekt. Erst gibst du der Sigi die Schuld an der Wahlniederlage und dann putscht, weil sie dir keine Straßen bauen ließ, und dann putscht du die eiskalt aus dem Amt der Fraktionsvorsitzenden. Respekt, sauber, so macht man das. Ja? Zumindest da kommt die Grünen der CSU endlich mal ein bisschen näher in der Machtpolitik. Sonst wird's ja nichts. Ja, ja. Aber für die SPD ging ja dann die Patricia Steinberger ins Rennen. Ah, da ist sie, sehr schön. Freut mich, dass du da bist, auch gleich mit Tochter, sehr gut. Da wissen wir schon, wie die dritte Generation Steinberger auf den OB-Kalt hier. Ja, also Frau Steinberger, es tut mir leid, die Stühle sind jetzt heute Abend vielleicht nicht ganz so bequem wie das rote Sofa. Dafür ist heute ungefähr 10-mal so viel los, wie auf allen SPD-Wahlkampfveranstaltungen zusammen. Das sage ich schon mal ganz selbstbewusst. Aber im ganzen, sonst so Männer- und Testosteron-dominierten Wahlkampf waren Sie wirklich mal eine ganz nette und erfreuliche Abwechslung. Das stimmt schon. Aber nur leider hat man sie so selten verstanden, weil der Vater, der Gerd Steinberger, immer so laut war, dass nichts mehr durchdringen ist vom eigentlichen Programm. Ja, ja, und dabei hätten sie eigentlich schon versucht, wirklich selber Akzente zu setzen. Aber leider im SPD-Stil und halt dann nicht so, ja, nicht so erfolgreich. Also, ich sag's einmal so, ich meine, sie hatten ja sogar im Plan, Hausboote auf der Isar zu integrieren. Bombenidee, muss ich sagen. Ist eigentlich ganz nett, aber halt nur zum 1. April und nicht zum 10. Oktober. Ja. Weil, einfaches Gedankenspiel, da werden Sie da gleich drauf kommen, dass es nichts ist. Stellen Sie sich mal vor, so ein Schiff wird alt. Da kommt der Denkmalschutz in Land. Der stellt es unter Denkmalschutz. Da kommt der Eigentümer, der macht nichts, der zeugt nichts, der repariert er nicht. Und dann sinkt das blöde Schiff auch noch. Das wäre doch furchtbar, wenn man unterkellert oder es sinkt, ja? Das wäre doch furchtbar. Weil stellen Sie sich mal vor, was dann passiert. Wahrscheinlich würden die Grünen, angeführt von Stefan Gruber, sofort hinterher zu springen und den alten Kahn zu retten. Allerdings, Grüne in die Isar, so schlecht. Vielleicht war die Idee doch besser gewesen als gedacht. Ja, wird schon. Ja, ja. Aber nein, das meine ich nicht ernst, liebe Grüne. Das meine ich. Keine Angst. Die mag ich eigentlich irgendwo. Aber wenn man es bei dem Vater nicht denkt, aber irgendwo mag ich euch dann vielleicht doch irgendwo ein bisschen. Ne? Und liebe Grüne, wir brauchen euch schon. Weil mit wem soll denn sonst der Helmut Radlmaier wieder eine brüchige Koalition vor der Stichwahl schmieden? Und Oberbürgermeister gegen Fahrradschnellwege eintauschen? Ja, wenn nicht mit euch. Es gibt ja keinen. Ah ja, aber jetzt sind wir endlich bei dem angekommen, wo ich den ganzen Abend hin wollte. Beim Helmut Radlmaier. Ja, beim Facebook-Videostar des Jahres 2016. Helmut, was du rausgehauen hast, das hat die ganze Landesleitung amüsiert. Ich sage das. Am Ende war es da schon fast ein Filmstar. Im Kreisvorstand allerdings immer öfter die Diva. Wenn man das mal anschaut, ja, so stark. Okay. Helmut, wo ich das her habe? Von deiner Facebook-Seite. Vielleicht prüfst du die mal. Helmut, über dich kann man sagen im Wahlkampf, Helmut, du warst wirklich stets bemüht. Du warst wirklich stets bemüht. Könnte da so im Zeugnis stehen. Du hast wirklich zuweilen eine sehr, sehr heiße Show geliefert. Es war ja alles da, was Rang und Namen hatte. Der Eisenreich, der Späne, der Hermann, die Eigner, der Eck, der Söder, der Siebler, wieder der Siebler, nochmal der Siebler und dann noch der Seehofer. Wahnsinn. Ja, Scheuer war auch noch da, ja. Aber Scheuer kommt schon wieder. Den Scheuer, der ist auch überall, aber naja. Und dann sogar noch der Horst am Ende, Helmut. Respekt. Und Helmut macht dann nichts draus, dass sich der Horst mit Hans Radlmaier begrüßt hat. Ach komm, du bist doch erst seit 3 Jahren über dem im Landtag, woher soll ich das schon wissen? Meine Güte. Ah ja. Ich muss da aber eins sagen, ich fand es ein bisschen schade.
so spektakulär, wie das Jahr begonnen hatte, mit unserem mit deinem Neujahrsempfang, mit Lasershow und Markus Söder und starken Tönen und vielen Versprechungen, die am Ende halt nicht eingehalten wurden. So spektakulär war halt leider die Wahlparty nimmer. Das hat halt da mehr an einen politischen Dämmerschoppen oder einen politischen Grimes erinnert. Aber Helmut, ich muss da sagen, das ist von Anfang an nicht leicht. Und eines muss man an der Stelle schon auch einräumen, sonst wollte ja auch keiner. Und du hast wenigstens die Verantwortung übernommen. Also, es gibt ja viele Kritiker, aber ich soll das mal besser machen. Das muss man. Und das muss man schon mal sagen. Und Helmut, wie gesagt, du hattest es von Anfang an nicht leicht. Denn in der Landswehr-CSU hat immer irgendjemand eine Ausrede parat, wenn es mal gerade nicht so läuft, wie es soll. Oder wenn irgendwas schief geht. Schaut selber. Na, die echt. Das gab es übrigens Facebook-Meme. Das ging wochenlang über die Facebook-Landesgruppe. Der CSU-Fraktionsvorsitzende und der Stellvorsitzer. Der Radlmeier ist auch selber schuld an der Wahlniederlage. Naja, vielleicht bauert das nur zum Sitzen. Wir besprechen das morgen im CSU-Kreisverstand. Ich bin da guter Dinge. Ich muss auch ganz sagen, eine Ausrede, so wie die beiden Herren da, die braucht der Alex Putz nur einmal. Hat nur einmal gebraucht im Wahlkampf. Als es um seinen kleinen Schwarzbau ging. Wobei, so klein war der jetzt gar nicht. Gell? Alex, ganz ehrlich, mal so unter uns. Wie ist denn dir das passiert mit diesem Schwarzbau? Dir als größten Bauingenieur aller Zeiten. Sowas. Wahnsinn. Du hast aber auch ein Pech, ganz ehrlich, du hast ein Pech, dass das staatliche Bauamt nicht auch in Bruckberg zuständig ist. Die hätten den Schwarzbau genehmigt und gleich noch ein Satteldach kostenfrei drüber gesetzt. Einfach mal so. Ja, und der Widerspruch des Nachbarn wäre einfach auch gleich überstimmt worden. Das ist wie beim Stadtrat, ja. Alex, mittlerweile betonst du im Plenum schon so oft, dass du selber Bauingenieur bist und natürlich der Beste aller Zeiten, 3000 Brücken und so weiter, bla bla bla. Ja, da hat der Alex, hat der Johannes Doll schon direkt Angst um seinen Job. Naja, aber Alex, lass dir eins gesagt sein, der Hans kannst du auch noch mehr erzählen. Der OB wird schon Herausforderung genug. Da brauchst du einen anderen Baudirektor. Aber zum Glück hast du ja Erfahrung damit, kranke Patienten aufzupäppeln. Erst jahrelang mit deinen Hunden und nun einfach mit der Stadt Landshut. Aber Vorsicht, auch in der Stadt finden sich einige ganz gemeine Wadelbeißer. Da musst du von Anfang an hart durchgreifen, mal richtig draufhauen. Und nicht so wie bei deinem lächerlichen Bieranstich da vor ein paar Tagen, ja? 20 Schläge draufgeben und am Ende haut der Wittmann Franz das Ding selber nur eine, ja? Meine Güte, sonst tanzt dir die Verwaltung wieder ständig auf der Nase rum. Frag mal an Hans. Und damit sind wir jetzt bei dir, Hans. Du freust dich schon den ganzen Abend, ich weiß es. Ja, Prost. Ja. Ja, du verhinderst es trotzdem nicht. Ja. Ja, Hans, dich erwähne ich heute einfach, es muss so sein, ich erwähne dich heute zum letzten Mal in deiner Rolle als Oberbürgermeister. Gut hast du den die letzten 12 Jahre gespielt, den Oberbürgermeister. Das muss man schon sagen. Fast so gut wie der Haslinger dich im Stadtbild ist. Ein guter Mann war's, super, top. Und wirst du sentimental, Hans? Noch nicht? Noch nicht so direkt, noch mal hin. Aber zumindest die CSU Landshut kann es noch gar nicht glauben, dass sie jetzt kein OB mehr hat. Schließlich hat sie wochenlang, auch noch nach dem 1. Januar, auf ihrer Facebook-Seite stolz dich als Oberbürgermeister verkündet. Schaut's mal daher. Ha? Erster Mandatsträger. Die CSU ist immer 8 Wochen zu spät dran. Naja. Aber Hans, manche lässt man halt einfach immer ungern gehen. So war es halt auch bei dir. Oder es gab bei der CSU und ihrem Schatzmeister einfach die Hoffnung, dass du dann einfach auch, genauso wie die Homepage weiter lief, deine Mandatsträgerbeiträge weiterhin bezahlst. Es hätte manchen schon sehr geholfen in der Fraktion. Ja, auch der Willi Hess, habe ich gehört, ist jetzt todtraurig. Mit wem soll er denn immer schnupfen in der Fraktion, wenn du nicht mehr da bist? Ja, das ist das Problem, du sagst es. Naja, aber Hans, ich glaube noch nicht, dass du schon so ganz raus bist aus der Öffentlichkeit. Nicht so wirklich. Ich glaube, wir werden da schon noch ein paar Sachen über dich lesen. Schließlich hast du einige langfristige Projekte in den Start gebracht. Und wenn dann mal beim Biomasse-Heizkraftwerk die Bombe platzt, dann lesen wir deinen Namen auch wieder in der Zeitung. Soll ich eins sagen? Dieses Trio der Nörgler um Schnur, Graf, Friedrich, die warten schon seit Jahren darauf. Der kann's Gift sein. Giftnehmer, ja. Naja, aber Hans, ich sag's dir ganz ehrlich, wir werden dich vermissen. Also, ja, das meine ich wirklich.
werden dich vermissen. Denn du warst immer der Garant für die besten Gags. Das muss man sagen. Etwa 3 Tage vor der Oberbürgermeisterwahl letztes Jahr. Ich glaube, du weißt doch heute noch nicht so ganz genau, mit welchen Worten du damals den Helmut Radlmayr eigentlich zum optimalen OB-Kandidaten und deinen Nachfolger ausrufen wolltest. Am Ende war es ja, der Helmut hat sich ganz gut entwickelt. Das klang dann eher so wie eine Empfehlung zur Versetzung des kleinen Helmut von der 2. in die 3. Klasse. Aber halt nicht für ein OB. Das war ein bisschen schade. Aber Hans, im Ruhestand ist das alles anders. Frag mal den Grunwald, der muss jetzt wieder bei der Kanzlei Götze anschaffen gehen. Ach ja. Ja, zum ersten Mal seit 12 Jahren, Hans, musste im Urlaub keine Anträge mehr von Rudi Schnur lesen. Da gratuliere ich dir ganz herzlich. Du hast jetzt endlich mal wieder Zeit für deine Frau und kannst die Zeit mit deiner Frau genießen. Ja, Rudi schickt sie am CC. Ja, der schickt so viele Anträge CC und sonstiges CC, möchte ich gar nicht wissen. Die nächste Titelseite in der FAZ ist im Vorprogrammiert, im Fraktionsvorsitzenden. Aber Hans, du hast es auch verdient, die freie Zeit jetzt mit deiner Frau. Genießt es. Oder, um Stile vom Alexander Putz mit einem Reim zu sagen, misst das Leben nicht in Tagen, zählt die Momente, die rausragen. Und das würde ich euch allen empfehlen, bis wir uns hier im nächsten Jahr wiedersehen, zum neuen Otto Starkbeer-Fest im Jahr 2018. Und ihr könnt euch auf eines verlassen, so wie vielleicht der Hans die herausragenden Momente mit seiner Frau zählt, zählen wir die herausragenden Momente mancher Großkopfer da in Landshut im Jahr 2017 und hauen euch die 2018 wieder prüfeheiß und um die Ohren. Bis dahin, vielen Dank. Bravo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Sie spielte den Bruder Barnabas Ludwig Schnur. Vielen Dank.